Ein Pyrrhus-Sieg, denn die Salzburger beklagen drei Verletzte. Besonders arg traf es Tomislav Kocian. Das Foul von Peter Kuki hat für Tomislav Kocian fatale Folgen. Die Ärzte diagnostizieren einen Kapsel- und einen Bändereinriss. Minimum 6 Wochen Pause. Besonders empört hat Trainer Baric das Foul von Lederer an Hermann Stadler. Das ist für mich unverständlich. Das ist das möglich, dass ein Spieler kommt 2 Minuten früher ins Spiel, in eine hektische Situation und in 90. Minute bei praktisch verlorenem Spiel absichtlich verletzt Stadler. Das heißt mit Absicht, das ist nicht Zufall. Und das frage ich mich, wie konnten dann diese Leute sagen, ja, Salzburg war auch hart. Das war nicht hart, das war schmutzig. Auch Bundeskanzler Dr. Franz Franitzky hat sich in seiner Eigenschaft als oberster Sportminister und Chef des Clubs der Freunde der Nationalmannschaft zu Wort gemeldet. Franitzky fordert mehr Fairness. So wie es im Supercup abgelaufen ist in Kapfenberg, muss es nicht sein und soll es auch nicht sein. Wir stehen vor einer interessanten Meisterschaft, wir stehen vor einer wichtigen Qualifikation für die EM. Und ich appelliere daher an alle, an die Spieler, an die Funktionäre, an die Schiedsrichter nicht zuletzt, gerade an diese, dazu beizutragen, dass die Gesundheit im Sport nicht auf der Strecke bleibt und dass unsere...